Oder ob du glaubst, dass man sich in jede Person verlieben kann, beziehungsweise mit jedem Menschen eine Beziehung aufbauen kann und zusammen sein könnte. Wenn der Vater zum Beispiel auch den Partner für die Tochter aussucht. Wenn die Kinder... Arrangierte. Sie kommt direkt mit Zwang. Der Hauptgrund dafür ist einfach, dass Männer ein bisschen logischer denken und nicht so emotional sind wie Frauen. Das sind halt dann meistens nicht die für langfristig so, weißt du? Typische Beispiel, du strandest auf der Insel und dann sind da nur zwei Personen. Ein Mann, eine Frau. Wird es so passieren, dass sie sich verlieben werden, weil sie... Sie werden auf jeden Fall Sex haben. Es gehört ja auch was dazu, mit jemandem befreundet zu sein. Konnte ihn ich halt nicht riechen. Ich habe schon gerochen, dass das irgendwas faul ist. Ich glaube aber, man kann sich in viel mehr Menschen verlieben. Als man denkt, ich würde schon gern, dass meine Freundin einen schönen Hintern hat. So. Muss schon sein. Warte. Ja, mega. Du siehst mega gut aus, Leon. Was mit dem Typ daneben? Ist egal, ne? Der Opa. Okay, let's go. Ja, ist unangenehm hier. Ja? Alter. Deine Hose ist eh dreckig. Ist jetzt einfach in den Sand rein. Fuck, ja, ich sitze jetzt auch Bro, das ist komisch hier, ne? Crazy. Voll viele Leute hier im Hintergrund und so. Justin wieder will auf Kampf wieder Content aus mir rausfarmen. So. Du hast dir gerade diesen Vorschlag gemacht, dass wir jetzt auch einen Talk aufnehmen können. Ich habe 15 Minuten, bis mein Bus kommt. Justin, komm mal bitte. Nein, ich muss mal meine Idee. Das war deine Idee? Ja. Okay. Weil ich schalte schneller als du. Spaß. Ja, ein bisschen. Ich will dir ja helfen. Ja, genau. Ich mach das ja aus Gründen. Mhm. Dass ihr Bescheid wisst. Ich bin auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir überhaupt das machen, ne? Ja. Gib's zu. Weil ich Justin unterstützen möchte. Weißt du auch warum? Weil ich will mehr Leute mit so einem Bewusstsein und mit einem guten Herzen auf YouTube haben. Ah, und die auch Reichweite bekommen. Das, was wir im letzten Talk auch besprochen haben. Leute, diese ganzen Leute, die immer haten und so, die ist das. Ich will mehr Leute, die auch Bewusstsein haben, die lieb sind, die eine gute Seele haben, die auch Reichweite haben. Weißt du? Und wenn ich so eine Leute treffe, dann will ich die einfach unterstützen. Mega. Aua, ich kann ja, ist ein bisschen unangenehm, aber es ist mega. Egal, wir ziehen das jetzt durch. Ja, wir ziehen das jetzt durch. Sorry, Leute, aber ich muss nicht kurz so. Es tut so weh, ne? Ah, fuck. Ich konnte mich jetzt gar nicht konzentrieren, was du gesagt hast, weil ich hier nicht sitzen konnte. Okay. Ich wollte nur sagen, Justine ist eine gute und ich will ihr helfen, Reichweite aufzubauen. Danke. Und ich habe mir gedacht, wenn wir Talks machen, dann kommen viele Leute vielleicht wegen mir, weißt du, weil ich auch ein bisschen Reichweite schon habe. Und dann sehen die dich und dann verfolgen die dich und dann gucken die auch deine anderen Videos bestimmt. Ja, mega. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das ist, also, weißt du ja. Ja, danke. Gerne, ich mach das gerne, von jetzt, Herzen. Ja, und jetzt haben wir eine gute Kombi, ne? Umfragen ein bisschen, dann ein bisschen hier auf den Kanal Talks. Ja. Und heute habe ich ein Thema, was ich mit dir besprechen will. Und zwar das, was wir beim letzten Mal schon gesprochen haben, wo der Ton noch nicht da war. Es ging darum, ob wir glauben oder ob du glaubst, dass man sich in jede Person verlieben kann, beziehungsweise mit jedem Menschen eine Beziehung aufbauen kann und zusammen sein könnte. Da waren wir dann bei dem Thema mit diesem, wenn der Vater zum Beispiel auch den Partner für die Tochter aussucht. Weißt du noch, was wir da letztens geredet haben? Das fand ich sehr interessant. Wie nennt man diese Ehen? Zwangsheirat. Ja. Nee, man sagt doch anders, oder? Zwangsehen, ich weiß es nicht. Wenn die Kinder... Arrangiert. Sie kommt direkt mit Zwang. Zwang ist das Negative davon. Ich glaube halt, das hat einen Grund, warum das so ist oder war. Ja. Dass die Väter meistens die Partner ausgewählt haben für deren Töchter. Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist einfach, dass Männer ein bisschen logischer denken und nicht so emotional sind wie Frauen. Und Frauen durch diese Emotionalität, glaube ich, dazu tendieren, auch mal den ein oder anderen Partner auszusuchen, der vielleicht nicht gutes Potenzial hat für langfristige Beziehungen. So. Sondern einfach für den Moment dir vielleicht gerade einen guten Vibe gibt oder dich emotional irgendwie anturnt oder irgendwas da ist, aber das vielleicht gar kein langfristiger guter Partner für dich wäre. Und ich glaube, der Vater, quasi, wenn wir jetzt aus der Perspektive gucken, hat ja das Interesse daran, einen Mann zu finden für seine Tochter, der sich langfristig um sie kümmern kann und ihr gut tut. So. Mhm. Weißt du? Das ist, glaube ich, der Hauptgrund dafür, warum das mal so war oder das so weit verbreitet war. Weißt du? Macht auch irgendwo Sinn, sag ich mal, warum? Also ich sag jetzt nicht, dass ich das möchte oder das supporten möchte, aber... Du kannst ja nicht einfach einen Partner für dich suchen lassen. Also ich finde, es macht Sinn, weil überleg mal, wo ich damals 18 war,
ne, als Frau, da habe ich mich doch in irgendwen verliebt. Einfach in irgendwen, der noch nicht mal wirklich potenziell guter Partner war für mich, sondern ich weiß nicht, nach was ich da gegangen bin. Vielleicht war er irgendwie, vielleicht sah er gut aus oder hatte irgendwas, was mich gereizt hat. Aber ich hab mich dann verliebt, hatte dann Herzschmerz, weil es zum Beispiel ein Typ war, der es nicht ernst mit mir meinte und ich habe es nicht gecheckt. Wenn dann mein Vater zum Beispiel jetzt angenommen, oder irgendwer, dann wirklich sagt, ey, Justine, nee, ich mach das jetzt mal, ich nehme das in die Hand und ich würde mich dagegen weigern, aber vielleicht wäre es ja wirklich eigentlich das Beste für mich. Langfristig? Ja. Wahrscheinlich wäre es kurzfristig nicht so geil für dich. Mhm. Wahrscheinlich würdest du kurz, der ist aber langweilig. Oder ich kann mich nicht in den verlieben. Ich will mehr Action und so, weißt du, ich meine, ich will einen, der ein bisschen mehr Action macht und ein bisschen diese Vibes hat, so, weißt du? Und das sind halt dann meistens nicht die für langfristig so, weißt du? Deswegen ist es immer halt schwierig, aber... Generell glaube ich, das hat schon einen Grund, warum das mal so war. Ja, ja, der oder warum Grund das so einfach weit verbreitet ist, so, weißt der du? Der Grund, ich verstehe den Grund irgendwo jetzt mittlerweile. Was ich natürlich auch dazu sagen will, ich, das, was du zwangs gesagt hast, so, zwingen ist halt nicht gut. Nee. So wie ich das auch kenne aus, von meinen muslimischen Brüdern und Schwestern, so, bei denen ist es auch so, dass da gibt es ja auch kein Dating. Mhm. Da wird dann jemand Potenzielles gesucht von der Familie, vom Vater und der Mutter vielleicht auch mit involviert. Aber dann ist es so, dass die sich dann treffen mit der Familie zusammen und dann gucken, ob die gut miteinander harmonieren, weißt du? So, und das ist schon wichtig, meiner Meinung nach, dass die sich mal sehen, miteinander reden, fühlen, riechen, ob da was geht. Ist schon sehr krass und deswegen, also wie gesagt, ich will das, ich will aber da ich will, nicht... ich weiß nicht genau, wie es läuft, ne? Ich will mich jetzt nicht herstellen, ja. Der weiß genau, wie es läuft, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so das Prozedere. Also ich würde da nicht gerne in so eine Situation kommen, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe mich trotzdem mal die Frage gestellt, wirklich mal ganz ernsthaft. Kann man sich in jeden Menschen wirklich auch verlieben, wenn man mit denen eine gewisse Zeit verbringt? Jetzt stell mal vor, wie das typische Beispiel, du strandest auf der Insel und dann sind da nur zwei Personen. Ein Mann, eine Frau. Verlieben die sich? Wird es so passieren, dass sie sich verlieben werden, weil sie... Sie werden auf jeden Fall Sex haben. Das steht fest. Ob die sich verlieben, weiß ich nicht, aber die werden auf jeden Fall Sex haben und Kinder bekommen, weil... quasi die Zivilisation, also das hängt jetzt von denen ab, es gibt nur zwei. Das ist unsere Biologie, wir müssen dann dafür sorgen, dass es mehr Kinder wieder gibt und dass wir diese Insel besiedeln, so, weißt du? Mhm, das stimmt. Ist so in unserer DNA, in unserer Biologie verankert, so. Glaube ich auf jeden Fall. Was ich glaube, auf Dauer kann einiges passieren, was wir nicht denken. Ich glaube wirklich, dass du mit der Zeit dich in jemanden verlieben kannst, den du am Anfang noch nicht liebst. Einfach, weil ihr mehr Zeit miteinander verbringt und dir fallen dann eventuell Sachen auf, die dann doch gut sind an demjenigen. Und dann verliebst du dich in die guten Facetten. Weil ich glaube, wir tendieren als Menschen dazu, dann auch irgendwann, wenn wir gezwungen dazu sind, uns auf die guten Sachen zu konzentrieren. Und dann siehst du immer mehr gute Sachen und immer mehr. Und vielleicht kriegst du dann irgendwann das Gefühl so, oh, eigentlich könnte ich mir gut vorstellen. Aber was ich auch glaube, ist, dass es Menschen gibt, die einfach nicht zusammenpassen. Das ist halt die Frage. Weißt du, weil ich habe mich zum Beispiel... Ich habe mich zum Beispiel schon mal... in einem Kumpel verliebt, früher. Und das war gar nicht mein Typ. Ich wollte gar nichts von dem. Und dann habe ich so viel Zeit mit dem verbracht. Und dann, hast du noch Zeit? Ja. Habe ich so viel Zeit mit dem verbracht. Und dann habe ich einfach irgendwann den wirklich gemocht, weil ich dann, wie du sagst, die schönen Dinge an ihm gesehen habe. Und ich ihn, ich weiß nicht, es hat sich dann einfach entwickelt, weißt du? Aber es da war ja dann auch trotzdem, also es gehört ja auch was dazu, mit jemandem befreundet zu sein. Ja, das heißt stimmt. Ja schon, da ist irgendeine Art von, du magst den Menschen. Hm. Auch wenn es vielleicht noch nicht sexuell ist oder irgendwie liebestechnisch, aber du magst irgendwas an ihm. Mhm. Aber ich glaube halt, das habe ich dir auch letztes Mal gesagt, weil man sagt ja, also ich zum Beispiel merke, dass ich mit manchen Menschen einfach nicht gerne bin. Mhm. Oder es gibt also mit Menschen, dem Geruch hatten wir doch auch. Genau. Ja, ja, es gibt ja. Menschen, dass man sagt ja, riechen. Man kann, ich kann den nicht riechen. Man sagt es ja so, weißt du. Es gibt Menschen, die haben vielleicht einen Körpergeruch oder irgendeine Eigenschaft oder irgendwas, wo du einfach nicht drauf klarkommst. So. Das ist einfach nicht dein Ding, ihr gehört einfach nicht zusammen. Die haben mal so einen Test gemacht, bei Galileo damals war das gewesen, glaube ich. Und dann haben die Frauen T-Shirts riechen lassen von Männern. Und dann haben die danach geguckt, so, was riecht gut für mich, so, was fühlt sich gut an, weißt du? Und tatsächlich haben die sich dann auch mit diesen Menschen gut verstanden, weißt du? Ja, ja. Also du kannst schon erriechen, ob jemand zu dir passen würde. Ja, ja, das glaube ich halt auch. Da habe ich doch mein Beispiel genannt beim letzten Mal, weißt du noch? Wo ich da meinen Roomie hatte damals und ich konnte diese Wohnung nicht riechen. Ich habe da gewohnt, 2 Monate in Kornwestheim in Stuttgart.
Dann habe ich doch später erfahren, dass dieser Typ eine Kamera im Badezimmer hatte und seine ganzen Roomies gefilmt hat. Die Polizei hat mich jahrelang später halt angerufen und mir hat gesagt, hey, hast du damals gewohnt, kannst du dich auf diesen Fotos wiedererkennen im Badezimmer, nackt in der Dusche? Hat er einfach eine Kamera gehabt. Ne? Das fand ich auch mega krass. Aber ich habe schon gerochen, ich konnte ihn halt nicht riechen. Ich habe schon gerochen, dass das irgendwas faul ist. Ja, stimmt irgendwas nicht. Deswegen glaube ich halt auch, dass... Also ich habe jetzt noch nie gehabt, dass ich einen guten Freund hatte und ich habe gesagt, oh Gott, ich kann den Geruch nicht aushalten. Ja, ja. Und es ist auch nicht nur Geruch, sondern auch Vibes, Energies, gehört viel zusammen. Wir Menschen haben ja viele verschiedene Sinne, sage ich mal. Mhm. Weißt du, was einer für dir für ein Gefühl gibt, was für ein Geruch der hat und so, ist schon wichtig, glaube ich. Ja, total. Es ist super interessant. Aber, trotzdem glaube ich, dass es Dinge gibt, die man vielleicht am Anfang noch gar nicht checkt und auf Zeit checkst du es erst, weißt du? Mhm. Auf Zeit merkst du, oh krass. So, das ist auch möglich. Mhm. Ja, und vor allem auch dieses Ding, die Sexuelle, wenn man das überhaupt zulässt. Weil mit vielen würdest du ja sagen, ey, nee, mit denen schlafe ich jetzt nicht, ist nur ein Freund. Und dann auf einmal hast du vielleicht Geschlechtsverkehr und dann kann sich auch noch mal was entwickeln. Das glaube ich halt auch. Wenn man, also man muss schon die Entscheidung irgendwie, man muss es irgendwie öffnen. Wenn man sich natürlich davor blockiert, blockiert man es. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich glaube aber, man kann sich in viel mehr Menschen verlieben, als man denkt. Als man denkt, das denke ich schon. Und ich finde es auch krass, dass, da hatten wir auch das Thema mit diesen Männern, sind ja auch sehr oberflächlich. Ja, die sind ja sehr, nee, wenn die nicht visuell. Einen fetten Arsch, ja, visuell, wenn die nicht einen dicken Arsch hat, dann, nee, dann ist das nicht. Oder wenn die ein bisschen zu dick ist, manche sagen ja auch, ich will eine ganz, ganz schlanke Modelfrau, wenn die ein bisschen zu dick ist, ist das nicht für mich. Aber ich glaube trotzdem, dass sie sich in eine andere Frau verlieben könnten, wenn sie da so ein bisschen... Bisschen mal diese Perfektionismus-Ding ablegen. Weil es gibt ja auch noch mehr als nur. Es geht ja auch nicht darum, dass es nur das ist. Aber oft. Wenn ich jetzt sage, ich würde schon gerne, dass meine Freundin einen schönen Hintern hat, so. Muss schon sein. Dann heißt es ja nicht, dass ich nur einen geilen Arsch will. Wenn die persönlich einfach kein guter Mensch ist. Ja, klar. Weißt du? Oder einfach nicht korrekt ist. Dann würde ich jetzt nicht nur wegen dem Arsch mit der lange zusammen sein. So, weißt du? Nee, aber Stefan, da steht eine Frau, alles ist perfekt. Nur der Arsch ist halt nicht so ganz perfekt. Weißt nicht du, ganz ich... perfekt ist aber auch was anderes, wie wenn ihr gar keinen Arsch. Was ist denn jetzt so die Prämisse? Stefan, alles ist perfekt außer, an dieser Frau, außer der Hintern. Flach. Nix. Nothing. Boah, weiß ich nicht. Gar nichts. Ein bisschen Arsch hat ja jeder, oder? Ja, aber du redest schon von, aber da geht nichts. In der Hose oder wenn die rumläuft, siehst du, also... Obwohl, du könntest das eigentlich aber trainieren dann mit ihr. Das ist auch wieder cool. Du könntest diesen Arsch trainieren. Das ist also veränderbar. Es ist eine Sache, die kann sich verändern auch. Aber wie wäre das für dich, wenn da gar kein Arsch, wird gar kein Arsch, aber alles andere ist perfekt. Aber du weißt, du könntest es auch verändern. Was meinst du? Also wie schätzt du das ein? Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ich habe auch schon mal mit einer was gehabt, auf längere Zeit, die jetzt nicht den heftigsten Po hatte. So. Und ich hab mich geborgen gefühlt bei ihr, so weißt du. Also ich glaube, das ist halt, weißt du, man tendiert, das Ego eigentlich wahrscheinlich, dieses menschliche, man hat halt seine Präferenzen so über die Jahre aufgebaut, weißt du, und zwar für mich immer schon eine sehr, sehr wichtige Sache so, schon immer fand ich halt schöne Ärsche oder schöne Hintern einfach nice, weißt du, wie ich meine, und wenn das nicht da ist, dann ist es schon hart, also, aber ich will nicht sagen, weil das wäre zu oberflächlich, ich bin deeper als das. Mittlerweile vor allem. Deswegen, das passt auch gar nicht zu dir, wenn du das so sagst, finde ich. Das ist voll komisch irgendwie. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich die Wahrheit ist. Das Ding ist halt, aber das Problem bei der Sache ist, wenn ich jetzt eine Freundin hätte oder eine Frau hätte, die hat keinen Arsch, ne? Und ich... Klar, sie tönt dich da nicht an. Und dann sind wir mal längere Zeit vielleicht nicht zusammen und ich sehe dann voll den geilen Arsch. Ich glaube, das ist dann, verleitet dann einen auch dazu, vielleicht Dinge zu tun, die man nicht machen würde. So. Weil man sexuell nicht befriedigt ist, richtig so, weißt du? Ich sag schon ehrlich, wir Männer sind schon sehr visuelle Wesen so. Ne? Und ich glaube, es ist wichtig, einen Partner zu haben, den du attraktiv findest. Ja, auf jeden Fall. Es muss schon da sein, weißt du? Auch für mich als Frau. Ja. Wenn ich nicht angetörnt bin von meinem Partner, dann... Aber ich will es nicht ausschließen, dass eine vielleicht mit einem süßen kleinen Po, aber alles andere mitbringt, würde ich nicht ausschließen. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, ey, Bro, die Connection und alles ist nice und... Nee. Aber ist bei dir wirklich der Po das Wichtigste von allem, von der optisch? Optisch? Ja, optisch. Oder was ist da am wichtigsten? Ich sag immer... Nee, Augen. Ich sag immer die drei A's. Mhm. Augen, Arsch, Aluhut.
Mhm. Das heißt, ich stehe brutal auf schöne, süße Augen. Das ist so wichtig für mich. Das ist so das aller, also eigentlich an erster Stelle. Mhm. Parallel mit Arsch. Das sind die zwei allerwichtigsten Sachen. Und Aluhut, damit meine ich einfach jemand, der auch hinterfragt. Ja. Der Politik hinterfragt, der die Erde hinterfragt, die Welt hinterfragt. Einfach seine eigenen Gedanken bildet. Mindset-technisch offen ist. Nicht zu krass zu ist einfach. Und ja, jemand, der open-minded ist so. Die drei Sachen sind für mich die alle. Das haben wir so ein Running Gag bei uns im Stream. Die drei A's. Mhm. Okay, verstehe. Ja, nee. Macht ja auch Sinn. Also zum Beispiel mir wären Augen auch wichtig, dass ich in die Augen des Mannes gucke und irgendwie. Ja, ist voll wichtig. Die Connection muss da sein voll. Und die Augen müssen schön sein. Wenn ich sage, das ist ja gar nicht, dann. Bei mir ist es süß, süß. Ich finde, dieses Süße ist für mich voll wichtig. Mhm. Ich will eine süße Frau haben. Ja. So eine Süße. Mhm. Ich will die beobachten und denken, oh, die ist so süß, wie wenn ich einen Hamster habe oder so. Ja, oder einen goldenen Retriever. Ja, so. Ich will sowas Süßes haben. Weißt du, wo ich immer Lust habe, die zu beobachten. Mhm. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich ein Mann bin, so. Ich will meine Frau gerne angucken wollen. Klar. Und diese süße Ausstrahlung hat, dass sie so süß ist und so. Und dann bin ich happy. Mhm. Ich würde sagen, du solltest jetzt zum Bus gehen. Aber war schon ein cooler Talk. Mich würde interessieren, was die Leute dazu sagen. Ich auch. Denkt ihr, dass man sich in jeden verlieben kann? Oder denkt ihr, dass man sich überhaupt auch in jemanden verlieben kann, der eigentlich nicht dein Typ ist? Ist dir das schon mal passiert? Würde mich halt interessieren, weil wie gesagt, mir ist es ein, zwei Mal passiert. Mir ist es auch einmal passiert, dass ich mit einer war, die auf jeden Fall optisch, haben auch meine Freundinnen gesagt oder Freunde gesagt, Laura hat das gesagt, das ist eigentlich gar nicht dein Typ. So. Mhm. Ja. Aber ich habe mich einfach geborgen gefühlt bei ihr. Mhm. Ja, interessant. Cool, ja, das war's. Wir sehen uns im nächsten Talk wieder. Peace out. Und bis dann. Ja? Jungle Talk. Jungle Talk. Wie ist you? Aua, mein Arsch. Oh mein Gott. Aua, scheiße. Arsch. Okay. Was wolltest du gerade noch sagen? Ach so, like das Video, abonnieren nicht vergessen. Genau. Die Glocke aktivieren, genau. Das mache ich auch gleich, das habe ich noch nicht gemacht, das mache ich auch gleich. Ich habe schon abonniert. Sehr gut. Echt abonniert, Junge! Mann!